Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Wir befinden uns hier in der Tiefgarage. Wir hatten hier in der letzten Folge ja noch diesen Gang hier gefunden, wo man hier hoch konnte. Den wollte ich ja noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ah, okay, da ist ein Kristall, aber wie kommen wir da hin? Was war das denn? D1 wäre jetzt, ob wir nicht den Luigi da irgendwie runterschicken können. Luigi. Kann mir hier nicht helfen. Kann ich als Luigi normal Luigi blenden? Nein. Hier kann ich auch keinen Luigi. Vielleicht kann er auf der Treppe da irgendwie durchgehen oder so. Weiß es nicht. Hey Luigi, komm mal da runter. So, Luigi, geh mal da hoch. Okay, der droppt da direkt durch. Okay, wahrscheinlich müssen wir von noch weiter unten mit einem Fahrstuhl hoch oder so. Würde ich jetzt vermuten. Eine andere Lösung würde mir jetzt nicht einfallen, so spontan. Okay, habe ich eigentlich letztes Mal, als ich hier war, meine Geister abgegeben? Galerie. Okay, dann schauen wir doch mal, was ich hier gesammelt habe. Zack. So, was haben wir denn für Geister? Wir haben einen klassischen Schlingel. Aber es gibt Geister, da gibt es dann Schlingel. Okay, mehr haben wir noch nicht. Dann gibt es seltene Geister, da haben wir noch gar keinen. Bossgegner gibt es. Da haben wir den Pagen und das Zimmermädchen. Und Buhus gibt es, davon haben wir noch gar keinen. Okay, also bis jetzt sind wir nur den Schlingeln hier begegnet. Ist okay, das wollte ich wissen. Ich gehe jetzt hier wieder raus. So. Was wir jetzt noch machen müssen, ist ja auf Etage 3 zu fahren. Habe ich den nicht gerufen letztes Mal? Ich habe den doch eingesammelt, oder? Ah ja, den haben wir schon. Warum auch immer der jetzt dann nochmal nur ausgegraut auftaucht, das weiß ich auch nicht so ganz. Ja, hier ist der Fahrstuhl. Ja, ich gucke aber erst nochmal, ob wir hier in dem Raum vielleicht noch irgendwas machen können mit unseren neuen Funktionen. Hier zum Beispiel. Wir können irgendwas machen. Und zwar können wir abcashen. Das war gut für unseren Geldbeutel, sage ich mal. Erstaunlich. So, ansonsten war hier, glaube ich, nicht viel, was wir noch zu tun haben. Lol. Wie komme ich denn da hin? Da oben schwirrt er rum. Von oben irgendwie? Ach so. Ja, lol. Luigi Action. Au, nicht wehtun. Jetzt verstehe ich auch, warum da diese Gitter überall im Boden sind. Das macht voll Sinn. Danke, Luigi. Okay, dann können wir hier in der Lobby oben ja auch nochmal schauen.
Oh, nice. Das ist halt echt immer schön bei diesem Luigi's Mansion oder auch bei anderen Nintendo-Spielen ist es der Fall, dass man mit einer Fähigkeit zurückkommt, die man noch nicht hatte und dann viel mehr Sachen damit machen kann. So, komme ich jetzt vielleicht auch da oben irgendwie dran? Okay, der hilft mir hier fürchte ich nicht weiter. Ist das nur ein Bild oder was? Nein. Das ist schon ein echter, der da oben steht. Auf Luigi kriegt den, glaube ich, auch nicht. Außer auf Luigi schafft es irgendwie, wenn er da oben durch das Gitterfeld heranzukommen. Das müssen wir uns jetzt mal anschauen. So, das Gitter war ja hier, na ja. So, Luigi, dann zeig mal deinen Skill. RIP. Ja, guck mal, es ist tatsächlich genau dieses Secret. Nice. Aber hier kommen wir auch noch durch, oder? Hinter diesem Tresen hier waren wir auch noch nicht. Okay, aber ich glaube, hier kommen wir nicht wirklich weiter. Okay, ich habe nur kurz was rumexperimentiert. Ich überlege gerade, ob Luigi uns auch in dem Einzimmer weiterhelfen könnte, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, in den Schlafzimmern hatte man ja noch überall diese Dinger im Boden gesehen. Inwieweit wir das jetzt nutzen können, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir uns dann mit der Zeit mal anschauen. Wir gehen jetzt erstmal in... Jawohl. Wir gehen kurz in 5. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir Luigi da so ein Gitter runterdroppen lassen. So, Ladezeit. Ui. Hallo. Achso, hier hatten wir noch nicht genug. Ah, ich verstehe. Jetzt passt auf. Oh nein. Ah lol, wir können das auf Luigi schießen. Nein, was? Okay. Und jetzt können wir hier mit doppelter Power. Wir sind so stark, Luigi. Was haben wir denn hier? Eine unsichtbare Türe. Okay. Mal gespannt, was wir jetzt hier finden. Das ist ja jetzt ein ganz neuer Bereich auch. Bis jetzt zerstören wir wieder nur Inventar. Ja, das kennen wir ja schon. Warte, ah, guck mal, Luigi kommt hier sogar raus, ne? Hätte ich jetzt gedacht, scheinbar nicht. Komm schon, Luigi, wofür habe ich dich denn? Okay. Ich dachte, dass man ihn dafür hernehmen könnte. Also hier, das ist Prinzessin Peachs Zimmer wieder. Komm schon, ich will in das Badezimmer. Okay, ich komme nicht ins Badezimmer. Wäre ja auch ein bisschen unsittlich, ne?
Moment. Okay, hier, das war Marios Zimmer. Genau. Vielleicht hätte ich den Koffer wegsaugnapfen können. Da muss ich vielleicht doch nochmal hingehen. In Peachs Zimmer. Ein Schwert. Alles klar. Ein Schiff, Luigi. Okay, Wasser ist für mich tödlich. Okay, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Aber auf jeden Fall schon mal sehr nützlich. Der Luigi. Da kann man... Was ist jetzt los? Können wir auf jeden Fall rausgehen. Und dann... X. Okay. Weiß nicht, was hier passiert. Ich sauge einfach mal Dinge an. So, okay. Ja, die Statue haben wir von außen geholt. Genau, Pömpler ist das Ding, was wir verschießen können. Schauen wir doch auch hier nochmal weiter in... Das hier müsste dann ja mein altes Zimmer sein, quasi. Wie gesagt, das Zimmer von Prinzessin Peach müssen wir uns auch nochmal anschauen nachher. Ich habe da ja auch die Idee, dass wir den wegpömpeln können, den Badezimmertüre. Ah, guck mal hier, bei uns ist kein Gitter im Boden. Hallo. Alles klar. Achso, hier die Dinger muss ich erst erscheinen lassen. Sehr cool. Okay. Unser Koffer, aber hier war, glaube ich, nichts Wichtiges mehr. Dann schauen wir nochmal, ob wir bei der Peach ins Badezimmer reinkommen. Ja. Weggepömpelt. Das müsste ja hier dann quasi sein. Hier. Einen Moment. Okay. Können wir dich anpömpeln? Ja, können wir. Perfekt. Dann schauen wir doch mal, ob hier irgendwer badet. Scheinbar nicht. Alter, wie viel Cash hier wieder rumfliegt. Naja, wir hinterfragen es einfach nicht. Okay, nichts auffällig hier im Raum. Moment. Achso, nee, da draußen waren wir schon, ne? Nee, waren wir nicht. Hier müsste es irgendwie rausgehen. Ja, Tatsache, hier ist ja irgendwas. Oder?
Dann doch, eine Tür. Boah, das habe ich jetzt auch nur auf der Karte gesehen, tatsächlich. Aber ich kann hier nicht durchgehen. Da brauchen wir wohl Luigi. Luigi, wofür habe ich dich engagiert? Geh hier durch. Da ist schon nur ein Gitter in der Türe, Luigi. Das ist echt traurig mit dir. Aber hier kann ja Luigi auch nicht lang. Nein, hör auf. Kann ich die Tür anpömpeln? Ach, jetzt kann ich rausgehen, okay. Wenn man wirklich nur die Koffer mir geben. Genau, so wie du schreibst, Himmelswanderer. Das wird dann wegen den Koffern gewesen sein. Gießen. Ah, so kommen wir auch hier an den Diamant noch ran. Oder eher Edelstein. Ne? Got it. Sehr nice. Ja, ist schon ganz praktisch, diese Devices, die hier haben, mit den Gießkannen und so. Sowas könnten wir bei uns auch gebrauchen, auf jeden Fall. Wo bin ich jetzt hier? Luigi? Ach so, der kann ja im Regen gar nicht existieren, ne? Soll sich da drinnen aufbauen, Luigi. Der baut sich immer neben mir auf. Das solltest du natürlich nicht machen, Luigi. Okay, dass jetzt hier regnet, ist natürlich scheiße. Gut, da kommen wir lang. Das ist aber High Risk, Luigi. Ja, da wäre ich auch vorsichtig an deiner Stelle. Alles klar. Erstmal hingepümpelt. Ach, hier waren wir schon mal. Ja. Weil wie viele Spinnen jetzt da unten sind auf einmal. Ja, ganz ruhig, Luigi. Ich sauge ja schon. Hier gibt's nur Geld.
Reinschauen. Eine goldene Maus. So ein Waschraum hier. Oh, die kommt raus zu uns, oder? Hm. Oder auch nicht. Wir haben den Raum geklärt. So, hier waren wir eben schon drin. Was ich eigentlich nur schauen wollte, ist, ob uns Luigi hier irgendwie weiterhelfen könnte. Bin zum Schluss gekommen, dass es hier keine Luigi-Stelle gibt. Auch nichts Verstecktes, so wie ich das sehe. Wir hier. Was war denn hier nochmal? Auf jeden Fall nichts, was uns Luigi jetzt noch weiterbringen könnte. Im aktuellen Stand nach. So, hier in den Zimmern war irgendwo auf jeden Fall auch noch so ein jetzt hier die ganzen Geister einmal sind. Ja, ich glaube, die Wäscherutsche, die führt ja einfach von oben nach unten. Was haben wir denn hier? Oh, nur eine Spinne. Komm her! Okay, dann blitzen wir sie einfach weg. Okay, Luigi, was haben wir da unten? Ja, komm rüber, komm rüber. Entschuldigung. Okay, hier gab es scheinbar nur Cash. So, dann gucken wir mal weiter. Ich glaube, hier war noch irgendein Raum in so einem Gitter, oder? Ich will halt hier auch, wenn wir schon einmal hier sind, alles durchsucht haben. Okay, hier war es nicht. Hier auf der anderen Seite sind wir letztes Mal gar nicht reingekommen in das Badezimmer. Dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier
Ach, das ist der Kollege. Der Zahn-slash-Arschbürsten-Typ. Ist denn noch irgendwas Besonderes hier in dem Raum? Außer eine Fake-Toilette. Bisschen Energie. Das wollte ich nicht. Nichts Auffälliges. Okay. So, war hier nicht noch ein Raum Fluigi-fähig? Nee, das hier ist nichts, ne? Nee. Vielleicht irre ich mich auch. Kann alles sein. Ging es noch weiter? Okay. Weißt du, diese Folge besteht gerade irgendwie nicht aus Fortschritt, sondern nur aus, nur das Untersuchen. Ach, hier war das. Okay. Okay, okay. Oder war auf dem Balkon was? Jetzt, weißt du, wenn ich jetzt einmal hier bin, dann müssen wir uns auch, dann müssen wir auch ganz auf Nummer sicher gehen. Aber der Balkon sieht clear aus, ja. Okay. Dann war es tatsächlich nur das eine Gitter da vorne. Irgendwie dachte ich, es wären mehr gewesen. Naja. Man kann ja nicht alles haben, wobei hier muss ich jetzt auch noch kurz ins Bad schauen. Ach, guck mal, hier ist ja sogar noch eins. Also war doch noch eins da. Und durch Luigi. Okay, wir können hier in das... Guck mal, in die Super Mario Röhre können wir hier rein. Zip. So, mal schauen, was wir hier finden. Eine Kiste. Ich weiß nicht, was es ist, aber es bringt irgendwie ein paar Münzen. Moment, der Vorhang hängt ja wieder hier. Jetzt will ich mal... Okay, schade. Ich hätte es gefeiert, wenn jetzt hinter dem Vorhang angefangen hätte, so zu tanzen zur Musik. Die Musik ist halt super geil, ne? Diese Luigi's Mansion Musik ist einfach klasse. Habe ich auch damals schon richtig gefeiert beim zweiten Teil. Okay, dann auf in den Fahrstuhl. So, Etage 3 wollten wir hin. Ich mache noch ein bisschen die Folge, weil bis jetzt haben wir wirklich nur Sachen untersucht. Das können wir ja komplett ohne Fortschritt, können wir auch keine Folge gestalten. Neue Etage, neues Glück, würde ich sagen. So, Luigi. Dann Kaffee ist in die Richtung. Was haben wir hier denn? Können wir das hier irgendwie öffnen? Okay, hierfür fehlt uns ein Schlüssel. Offensichtlich. Das ist hier die Karte der Etage. Treppenhaus. Haare schneiden, ankleiden, Geschenke, Kaffee.
Ausgang. Okay, ich werde daraus nicht ganz schlau. So, wir schleichen immer weiter, Luigi. Nichts Auffälliges. Was steht hier? Toilette ist geschlossen, oder wie? Ach gut, das Frauen-WC ist zu, aber da hätten wir eh nicht drauf gedurft. Wir gehen mal hier aufs Herren-WC. Hier können wir irgendwas anpömpeln. Ah, hier kann Luigi rein. Wie, du gehst ins Frauen-WC, Luigi. Aha! Das war ja mal wieder typisch. Hat sich einfach nicht im Griff, dieser Luigi. Okay, hier kommen wir nicht wirklich durch. Ist das etwas, was wir nur mit Luigi machen können? Ich glaube nicht, oder? Ich wüsste zumindest jetzt nicht, welche Funktion uns hier weiterhelfen soll. Okay, nee, ich weiß nicht, wie es weitergehen könnte. Leute, das ist nur eine Figur, oder was? Why not? Okay, pömpeln wir das Witze hier auch nochmal auf. Ach, hier ist unser Schlüssel sogar schon. Ja, krass. Wir haben einen Key bekommen. Sehr nice. Immer dran. Okay, mal schauen, wo wir hier hinkommen. Eine Drehtüre. Ein Nachtwächter. Mit einem Schlüsselbund. Eine Aufzugetage. Er ist ein kleiner Schisser, oder was? Wie er zittert. Hundi? Oh, eine Ratte. Ich dachte, da ist irgendwo Hundi. Er hat einen Schlüssel liegen lassen. Okay. So, ich würde allerdings sagen, dass wir uns diesen großen Raum hier dann doch in der nächsten Folge erst anschauen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.